Da steht schon wieder einer vom Quarry einfach nur herum und weiß nicht, was er tun soll. Weil er seine Destination mal wieder nicht erreichen kann. Warum geht das jetzt schon wieder los? Also ja, ich habe irgendwie so das Gefühl, als ob der Quarry nicht für solche Sachen optimiert wurde. Weil normalerweise ist ein Quarry ja einfach irgendwo in der Pampa. Ich finde es auch immer noch lustig, dass der Quarry hier unten kein Tooltip hat. Ist ja eigentlich in der Pampa irgendein Loch. So, was irgendwie tiefer geht und tiefer. Bis die Bricktrons halt unten mal rausfallen. So. Ja. Ich glaube halt, die Entwickler haben da irgendeinen Workaround gemacht. Wenn du voll bist, aber noch weiter abbauen möchtest, dann bau irgendwo da ganz weit unten ab, wo du nicht rankommst. Und dann merkst du, dass du da nicht rankommst und gehst einfach zum Stockpile. Habe ich so das Gefühl, weil ansonsten kann ich mir nicht erklären, warum sie hier oder hier Blöcke weghauen. Oder er hier zum. Wobei er haut wahrscheinlich jetzt weg, weil die Blöcke reserviert sind für andere. Genauso ist die Wegfindung sehr seltsam. Als ob sie einmal sich einen festen Weg einprägen, wie Ameisen, und den immer und immer wieder nehmen, auch wenn er nicht mehr sinnvoll ist. So wie er jetzt zum Beispiel. Er läuft hier direkt runter, anstatt dass er hier den Weg nimmt. Ich sollte einfach die Treppen auf der Seite auch kaputt machen. Das ist nur die Treppe hier. Die Treppe hier vorne und die Tunnel hier gibt. Mache ich jetzt einfach mal. Das Stück weg. Das Stück weg. Aha, ich klaue euch die Treppe.
So, jetzt habt ihr keine andere Wahl mehr, als vorne rein und raus zu gehen. Ah, guck mal, so geht das. Na, nicht mehr viel und ich kann umswitchen. Also ja, so klappt das mit dem Flatten auf jeden Fall viel besser.
Ich habe auch so das Gefühl, dass es mit den Jungs hier ein bisschen besser klappt, jetzt wo ich die Treppen eingerissen habe und alle hier den Tunnel nehmen. Ja, nicht mehr viel, nur noch die drei hier. Keine Ahnung, was hier gerade passiert ist. So, ein Loch nur noch. Ja, klappt einigermaßen. Achso, hier hatte ich eine Treppe, wie hier drüben stehen. Genauso hier. Ach ja.
Bin mal gespannt, wenn der hier gefüllt wird, ob dann das Flatten verschwindet. Na, Steine werden knapp. Also werde ich wahrscheinlich wirklich hier mal erst abtragen. Ja, die hier die Steine auffüllen. Kann ja nicht mal genau sagen, wie viele Dinger es zum Abbauen noch sind. Da steht 411, aber das glaube ich irgendwie nicht. Und das ist nicht verschwunden, dann löschen wir es einfach so. Also jetzt scheinen sie wirklich schneller zu sein, weil sie sind schon bei der dritten Schicht fast fertig. Okay, fast ist übertrieben, aber sie haben schon mehr als die Hälfte.